der Josefsbach von der Wallstädter Brücke bis zur Mündung in die Rems. Das sind die Fundamente für die spätere Seilbrücke über den Josefsbach. Der neu gebaute Schillersteig. Eine neue Treppe am Schillersteig. Und so sieht der Schillersteig von unten aus. Die Wege sind ja zum größten Teil schon fertig. Jetzt fehlen nur noch die Kleinarbeiten. Die Karl-Olga-Brücke ist zwecks Renovierarbeiten eingerüstet. So sieht's unter der Karl-Olga-Brücke aus. Neue Treppen links und rechts von der Brücke. Diese Treppe ist auch ganz neu. Der Josefsbach mit Blick zur Uferstraße. Die Unterseite vom Kroatensteig. Ein Teil von der Zwingermauer ist bereits saniert.
unter der Fünf-Knopf-Tonbrücke. An der Josenbrücke werden die Geländer fertiggestellt. Ein Blick über den Remspark. Büro- und Dienstleistungskomplex, Alte Post und das Haus Hirzel. Der Belag vor der Bahnhofbrücke ist bereits fertig. Die neu gebaute Bahnhofbrücke Diese Aufnahmen wurden von der Rokokobrücke ausgemacht. Das Dachgeschoss in der Alten Post wird zurzeit umgebaut. Büro- und Dienstleistungskomplex am Bahnhof. Die Umbauarbeiten im Haus Hirzel laufen auf Hochtouren. Aufwendige Bauarbeiten im Haus Hirzel. Hier entsteht der Anbau am Haus Hirzel. Die Rokokobrücke. Ein Blick zum Stadtgarten.
der Remspark mit der Bahnhofbrücke. Die alte Post mit Büro- und Dienstleistungskomplex. Diese Aufnahmen wurden aus dem Fährle Parkhaus gemacht. Ein schöner Blick zum Remspark. Der Bahnhof Boulevard. Ein Blick von der Rektor-Klaus-Brücke. Die Arbeiten an der Robert-von-Oschertag-Straße und an der Pallerstraße sind schon weit fortgeschritten. Und nochmals Sanierungsarbeiten an der Zwingermauer.